Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Klaas. Ich bin Schauspieler und Schauspiellehrer und das hier ist mein drittes Video zum Thema Auswahl der Schauspielschule. Im ersten Teil habe ich über Ausbildung gesprochen, im zweiten Teil über die Unterschiede zwischen privaten und staatlichen Schauspielschulen, die du kennen musst. Und jetzt im dritten Teil geht es um die Frage, wie kannst du die Vorsprechen produktiv für dich nutzen, auch um dir ein Bild von der Schule zu machen. Ich halte es für wichtig, dass du bereit bist, möglichst viele Vorsprechen zu durchlaufen. Zum einen lernst du dort die Schulen aus erster Hand kennen und zum anderen ist alles das, was du übst, was du häufig machst, ein sehr gutes Training für dich und du wirst mit jeder Erfahrung souveräner. Eine Schule, an die du nicht so große Erwartungen stellst, hat ja den Vorteil, dass du dich dort nicht so unter Druck setzt wie an einer Schule, an der du unbedingt genommen werden möchtest. Also fang früh an zu üben. Dadurch wirst du deine Erfahrung sammeln. Wie läuft so ein Vorsprechen? Wie geht's dir dabei? Was läuft schon gut? Was musst du noch verbessern? Zu dem Zweck, falls die Prüfer ein Feedback anbieten, holst dir auf jeden Fall, um so viel wie möglich daraus zu lernen. Und du wirst eine Routine entwickeln. Und dadurch wirst du dich immer gelassener und weniger nervös präsentieren, weil du weißt, wie das Vorsprechen abläuft, was die von dir wollen und dass alle mit Wasser kochen. Vielleicht findest du den Gedanken jetzt nicht besonders cool, dass du möglicherweise zu mehr als 3 Schauspielschulen reisen musst, um die Vorsprechen zu machen, aber es passiert eben eher selten, dass jemand so viel Glück hat, dass er gleich bei der ersten staatlichen Schule, bei der er vorspricht, genommen wird. So ist es nun mal, nimm den Vorsprechprozess sportlich und sieh das einfach als Station des Lernens auf dem Weg zum Schauspielprofi. Manche machen das 2 Jahre lang und nehmen dabei 20 Vorsprechen oder mehr mit. Ich habe zum Beispiel eine Kollegin erlebt, die an 18 Schulen in der ersten Runde abgelehnt wurde, in der 19. Schule dann bis in die Endrunde kam und von der 20. Schule erst angenommen wurde. Das allerdings dann in der Stadt, in der sie schon immer leben wollte. Sie hat also den langen Prozess gebraucht, um all das zu lernen, was ihr bis dahin gefehlt hatte, aber sie hat sich nicht unterkriegen lassen und hat sehr viel Unterricht genommen. Und sie hatte so mit 18, 19 Jahren angefangen und war jetzt mit Anfang 20 im super Alter für die Ausbildung. Nutz dein Vorsprechen auch zum Erfahrungsaustausch mit anderen Bewerbern oder auch den Studenten, die schon an dieser Schule lernen. Wie läuft es gerade an dieser Schule? Wie ist es bei den anderen? Wenn du weißt, wo du als nächstes zum Vorsprechen gehst, dann frag mal in die Runde, war schon jemand da? Wie ist es gelaufen? Gab es bestimmte Aufgaben? Was denken die, was da vielleicht gerade en vogue ist, worauf da Wert gelegt wird? Aber nimm nicht alles, was du hörst, als der Weisheit letzten Schluss. Jeder hat einen anderen Erfahrungshorizont, jeder hat eine andere Perspektive. Mach du dir am Ende dein eigenes Bild und bleib unabhängig, ja? Ein gutes Kriterium für die mögliche Auswahl einer Schauspielschule ist auch die Atmosphäre bei der Aufnahmeprüfung. Wie fühlst du dich zum Beispiel mit den Studierenden, die da schon lernen und jetzt bei der Prüfung auftauchen? Ihre Art und Weise kann ein Hinweis sein auf die Kultur der Schule, wie dort mit den Studierenden umgegangen wird. Und in der Prüfung, wie gehen denn da die Lehrer mit dir um? Nehmen die sich genügend Zeit, um dir auch was verständlich zu erklären? Haben die Interesse an dir? Es ist natürlich fair zu beachten, dass die sehr, sehr viele Prüfungen machen und vielleicht nach dem 200. Kandidaten dann langsam müde werden. Nachdem ich das erste Video zu diesem Thema gemacht habe, ist mir erst der Gedanke gekommen, deswegen schiebe ich es jetzt nach. Es gibt ja auch in New York und London Schauspielschulen, die eine attraktive Ausbildung anbieten. Bei denen ist es ähnlich wie bei den deutschen Privatschulen. Du musst viel Geld dafür bezahlen, aber vielleicht ist es interessant für dich. Es gibt ja auch Vorteile da, nämlich zum Beispiel, dass du lernst, deine Arbeit in Englisch durchzuführen. Das macht dich auf eine andere Weise attraktiv für den internationalen Markt, wenn du dich dahin orientieren möchtest und das besonders auch, wenn du siehst, wie die Engländer mit Sprache umgehen und mit Shakespeare.
Die Art zu sprechen, der Umgang mit Sprache wird oft ein bisschen vernachlässigt, aber so wie du sprichst, kann es deine Karriere zum Guten wie zum Negativen drehen. Also willst du dich damit vielleicht ein bisschen mehr auseinandersetzen. Und in New York haben wir natürlich die großen Schauspiellehrer gehabt, wie Stella Adler, Sanford Meisner, Lee Strasberg. Und es gibt Schulen, die in diesen Traditionen arbeiten. Da könntest du in diese Techniken eintauchen, wenn das für dich spannend ist. Wenn ja, dann informier dich, welche Schulen gibt es dort und was sind die Bedingungen, um da lernen zu können. So, das waren meine 3 Videos zum Thema Auswahl der Schauspielschule. Ich hoffe, dass sie dir helfen. Mir würde es sehr helfen, wenn du mir unten rechts einen Daumen hoch gibst und den Kanal abonnierst. Das unterstützt meine Arbeit hier sehr und motiviert mich, weitere Videos zu machen. Wenn du Fragen hast, schreib sie einfach unten in die Kommentare. Dann kann ich sie beantworten. Und ja, ich wünsche dir viel Erfolg. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Anklicken. Bis bald. Tschüss.